Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und willkommen zu einem neuen Testvideo. Und bevor ich dieses Testvideo starte, möchte ich einmal das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos ansprechen. Yay! Ich muss es tun und möchte es auch unbedingt tun, denn während ich auf Kreta war, einer anderen griechischen Insel, brannte das Flüchtlingslager Moria ab. Viele von euch haben sicherlich das Video von Joko und Klaas gesehen, diese 15 Minuten, die sie bekommen haben von ProSieben und über dieses Flüchtlingslager berichtet haben. Und da höre ich jetzt schon ganz viele aus ihren Ecken springen und ihre Kritik in die Kommentare reinschreiben wollen, genauso wie die Kritik auch unter dem Video stand. Und ganz ehrlich, wir sind ja zum Glück in Deutschland und jeder darf seine Meinung haben. Und ich möchte auch aufhören, jeden, der meine Meinung nicht teilt, gleich zu verurteilen oder auf die Person herabzusehen. Weil ja auch die Kritik von manchen Menschen aus einem richtigen Gedanken kommt. Aber es fällt mir oftmals schwer, diese Kritik dann auch wirklich anzunehmen, denn was ich glaube, was viele Leute teilt, ist Empathie. Und nicht, dass Kritiker empathielos sind, aber ich glaube, mit mehr Empathie kann man diese Situation besser hinnehmen, beziehungsweise einfach mehr Mitgefühl mit den Flüchtlingen haben. Weil uns fehlt eine ganz große Sache, wenn wir darüber sprechen. Wir wissen nicht, wie es ist, in einem Land zu leben, in dem du nicht mehr sein möchtest. Aus welchem Grund auch immer. Und du weißt, dass es dort ein Europa gibt, ein Deutschland, was Menschen aufnehmen kann und wo es dir potenziell besser gehen kann. Und ich war ja auch auf einer griechischen Insel, auf Kreta. Aber ich war im Urlaub mit Swimmingpools, mit einem Haufen Essen auf dem Tisch, mit fließend Wasser, mit allem, was ich mir wünschen kann. Und ich möchte einfach nur, dass ihr, falls ihr etwas tun wollt, unten in der Videobeschreibung die Links anklickt. Da findet ihr Möglichkeiten zum Helfen. Und ich möchte nicht, dass jeder Mensch auf dieser Welt meine Meinung teilt. Das wäre auch langweilig. Aber ich würde mir wünschen, ein bisschen Empathie von Menschen mehr zu sehen. Ich bin jemand, der vertraut eigentlich auf die Politik. Und da höre ich jetzt auch schon wieder viele Leute sagen, oh mein Gott, du bist Merkel. Ja, so ist es halt. Und ich hoffe einfach nur, dass das alles geregelt wird und dass den Menschen geholfen wird. Und dass wir nicht anfangen, urteilen zu wollen darüber, wer da in den Flüchtlingslagern ist, wer irgendwelche Brände gesetzt hat, ob die es verdient haben oder nicht, ob sie ihre Kinder auf Demos mitnehmen oder nicht. Das sind natürlich alles Punkte, die verstehe ich auch. Aber man darf halt nicht vergessen, dass diese Menschen in einer ganz anderen Lebenssituation sind. Und ich hoffe, ich werde es niemals nachvollziehen müssen, wie es ist, in dieser Situation zu sein. Das ist einfach nur mein Wort dazu. Ich wollte es einfach mal ansprechen, weil es mir irgendwie Bauchschmerzen gemacht hat, diese griechischen Süßigkeiten zu testen und nicht über die Situation auf Lesbos zu sprechen. Dankeschön. Und jetzt geht's los mit dem Video. Ich pudere mich kurz nochmal nach und hole die Lebensmittel und dann geht's los hier. Das ist die Tüte. Ich habe sehr viele Sachen mitgenommen. Es sind auch nicht nur griechische Produkte, sondern auch internationale, aber die man in Griechenland kaufen konnte. Beziehungsweise auf Kreta. Und sogar ein deutsches Produkt, was ich noch nie in Deutschland gesehen habe. Bleibt spannend. Okay. Das erste Produkt. Ah, das ist sogar griechisch, glaube ich. Das erste Produkt ist ein Red Velvet Croissant. Und Red Velvet kenne ich eigentlich nur aus den USA, weil da wird Red Velvet Muffins, Red Velvet Cake. Ich weiß nicht ganz genau, was Red Velvet bedeutet. Ob es jetzt eine rote Lebensmittelfarbe ist oder ob das auch irgendeinen speziellen Geschmack hat. Ich finde aber, es sieht immer sehr gut aus. Und es hat mich sehr angezogen. Ich hatte auch das Gefühl, auf Kreta standen sie allgemein sehr auf so Hörnchen. Es gab eine große Hörnchenauswahl. Also, das ist nicht die gleiche Farbe. Aber okay. Nee, eigentlich nicht okay. Warum machen die es pink? Und dann ist es eher, das ist ja gar nicht die gleiche. Na ja, gut. Reißen es mal auf. Irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Ja, also ich muss sagen, in der Kamera wird die Farbe auf jeden Fall gut wiedergespiegelt. Ich habe aber auch gerade so einen Hunger. Ich muss einfach probieren. Die Creme schmeckt sahnig und ein bisschen nach weißer Schokolade. Ich muss jetzt aber sagen, so viel Creme gönnt es nicht. Falls ihr aus Griechenland kommt oder griechische Verwandte habt, sagt ihnen mal bitte, die sollen mehr Füllung in die Hörnchen reinmachen. Ah, das ist schon lecker. Dann spülen wir dieses Hörnchen doch mal mit Bananenlimo aus. Das Schwierige bei Griechisch ist es natürlich, dass man die Buchstaben halt, also ich kenne die gar nicht. Und man kann es nicht mal erahnen, was es heißen könnte. Und selbst wenn ich es lesen könnte, oh, Liter, au, oh, um. Auf der anderen Seite, da steht Kreta. Das heißt, es ist ein Kreta-Produkt. Das Komische war, auf Kreta oder auf Griechenland gibt es ja auch keinen Pfand. Und dann musst du diese Flaschen und alle einfach wegschmeißen. Das war so ein komisches Gefühl, alles wegzuschmeißen. Cheers, Leute. Es ist so, I don't know. Oh, das riecht nach Banane. Ich habe noch nie sowas geschmeckt. Ach, das hat gar nicht so viel Zucker. Nur 2,8 Gramm und das ist wenig. So eine Bio-Limo, die ich gestern getrunken hatte, hatte 8 Gramm.
Ja, es schmeckt halt wie eine spritzige Bananenlimo. Ich habe noch nie eine Bananenlimo getrunken. Ich sag mal so, bis jetzt bin ich überrascht, noch nicht komplett begeistert, aber ich entdecke neue Sachen. Dieses Produkt hat mich absolut fertig gemacht. Milka. Kennen wir in Deutschland, aber Milka Lila Pause. Ich habe noch nie von Milka Lila Pause gehört. Und ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ich in letzter Zeit hinterm Mond gelebt habe oder so. Aber ich glaube, Milka geht uns im Ausland fremd. So sieht's aus von innen. Das ist eine dicke, knusprige Joghurette. So ist der Geschmack. Sehr lecker. Und ich glaube, aus dem Kühlschrank schmeckt er noch besser. Okay, aus Deutschland bzw. Griechenland gehen wir wieder nach Griechenland. Ich habe auf Kreta auch ein paar Sachen gegessen, die ich unbedingt mal nachkochen möchte. Also falls ihr so eine Was habe ich im Urlaub gegessen Special Edition sehen wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also, bei diesem Ding war die Verkäuferin so süß zu mir, weil sie gesagt hat, pass bitte auf, beiß da nicht einfach rein. Ich glaube, sie hat schnell gecheckt, dass mein Einkauf nicht normal ist, sondern dass ich mich so durchprobieren möchte. Und da hat sie gesagt, pass auf, das ist ultra hart, was jetzt aber ehrlich gesagt nicht so hart wirkt. Aber sie hat gesagt, bitte nicht gleich so, du könntest einen Zahn abbrechen. Es schmeckt wie ein Marshmallow, den du schon über die Flamme gehalten hast. Und dann wird er ja so knusprig und flüssig und dann wird er wieder fest. Und das ist es dann. Dann ist da noch Mandel dazwischen. Oh mein Gott, ist das lecker. Aber, oh, mhm. Und durch die Mandeln schmeckt es wie gebrannte Mandeln. Wow. Das ist Nougat. Die ersten zwei Zutaten, Honig. Und danach Zucker. Wow. Dieser griechische Nougat hat mich gerade aus meinem Leben gekickt. Sehr lecker. Okay, das nächste Produkt, was mich angelächelt hat, literally angelächelt hat, dieser kleine Freund hier. Ich finde, das ist das gruseligste Gesicht, was ich jemals gesehen habe. Da kriegt man doch Kindheitsalbträume von. Ich musste es mitnehmen, weil ich das Gesicht in real life auf einem Keks sehen musste. Haben die immer andere Gesichts? Ich glaube, die haben immer andere. Oh, süß, guck mal, wie frech. Guck mal, der nächste hat, glaube ich, ein anderes Gesicht. Ja, die haben andere Gesichter. Süß. Ja. Dann machen wir das Ding doch mal auf. Oh. Hm. Also einmal ist da rote Creme drin und braune Creme. Ah, wie schlau. Dadurch ist da die Zunge rot und die Augen sind dunkel. Also, das ist der krümeligste Keks, den ich jemals gegessen habe. Aber ich dachte, ich werde die Erdbeercreme nicht mögen, weil ich künstlichen Erdbeergeschmack nicht so gerne mag. Aber hier finde ich es nicht so schlimm. Creepy, aber lecker. Okay, falls ihr es nicht wisst, meine Eltern kommen aus Polen und im Sommer bin ich immer nach Polen gefahren und da gab es eine Marke. 7 Days. Die gab es damals noch nicht in Deutschland. Und da habe ich immer so Brotchips geholt und die Brotchips sollten wir jetzt alle eigentlich kennen. Jetzt habe ich in Griechenland diese Bake Rolls gefunden mit Fruit und Nuts und schaut euch mal an, wie hübsch das auf dem Bild aussieht. Und da sind Pistazien und Cranberries drin. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich vor Ort nichts probiert habe, weil ich glaube, wenn mir jetzt irgendwas mega gut schmeckt, werde ich mich ärgern, dass ich nicht noch mehr davon geholt habe. Naja, gut, ne? Das ist hier wieder optisch. Aber trotzdem sieht es yummy aus. Und es sieht aus wie ein richtig gesunder Snack. Ich wusste es. Ich muss die in Deutschland finden. Scheiße, ist das lecker. Oh mein Gott, das ist der perfekte Snack. Du hast Kohlenhydrate, du hast Nuss, du hast Frucht. Oh mein Gott. Rosmarin ist da auch noch drin. Und Joghurt. Ich esse das nicht mehr. Ich glaube aber in allem, was ich gerade gegessen habe, war Milch drin. Falls ihr eure Hände daran bekommt, gönnt euch mal so eine Packung. Als nächstes Milk, 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 Joghurt, Milk, Milk, Scheiße. Das sind so Milchkekse. Ich will sie aber trotzdem probieren, auch wenn ich nicht darf. Ich kann mir gar nichts sagen. Okay, ich muss sagen, im Laden dachte ich, dass es Marshmallow ist. Aber es sah halt auch so lecker aus. Es riecht nach Joghurt. Das schmeckt nach Joghurt. Ich glaube, man sollte es aus dem Kühlschrank essen. Es ist so komisch. Es ist eine Milchcreme, die nach Joghurt schmeckt. Ich finde es komisch, dass es sauer ist und dann... Nee. Was aus dem Mittelmeerraum kommt, Greek Delight. Ich kenne Türkisch Delight. Ich habe die Vermutung, dass es so ähnlich ist. Ich habe jetzt nur diesen Geschmack geholt. Ich glaube, es ist eine ziemliche Sauerei. Ich gehe mal ganz kurz ein Stück davon rausholen. Hier könnt ihr es in seiner ganzen Pracht beobachten. Wow. Ja, es riecht nach Rose. Ich habe mir schon gedacht, dass ich jetzt hier den Rosengeschmack habe. Es riecht nach Rose. Das ist halt saukomisch, weil wir in unserer Küche ja nicht so viel mit Rosenwasser und sowas kochen.
Es schmeckt ein bisschen, als würde man eine Blume essen. Und die Konsistenz ist sehr, sehr weich. Aber irgendwie total lecker. Das ist aber eine Süßigkeit, davon isst du eins. Und dann ist gut. Unser nächstes Getränk. Es ist nicht die Bananenlimo. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Hier steht nichts auf Dings. Ich denke, es ist ein Eistee. From Water Spring of Temenia, Crete. Ist das schon wieder ein Original-Kreta-Produkt oder was? Als wir durch Kreta gefahren sind, dachte ich so, was ist denn hier? Das sah nur nach Berge und ein paar kleinen Häuschen aus. Und ich hoffe, dass das mich jetzt nicht umbringt. Cheers! Ich kann euch gar nicht sagen, wonach das schmeckt. Das Einzige, was ich gerade schmecke, ist Rose. Ich muss das später nochmal, wenn ich ein bisschen was anderes gegessen habe. Ja, Rose. Da wollen wir doch lieber die Soft Cookies Ruby. Ah, deswegen habe ich das gekauft. Es wurde ja diese neue Schokolade entdeckt. Die Ruby-Schokolade, die von Natur aus rosa ist. Habt ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört. Das ist in der Lebensmittelindustrie. Ist das ein Riesending. Und wir gucken jetzt mal, was sie kann. So sieht es aus. Die sehen so aus wie so Pamela Reif Hafer-Cookies. Haben auch in der Verpackung und so. Das sieht sehr gesund aus. Ist jetzt ein bisschen unspektakulärer, als ich es mir vorgestellt habe, aber ich weiß auch nicht, was ich mir vorgestellt habe. Der Keks schmeckt nach Haferflocken. Ich glaube aber, die haben von dieser Ruby-Schokolade nicht so viel verwendet, weil die wahrscheinlich auch teuer ist. Ein bisschen mehr Zucker und Milch verwendet. Also so schokoladig ist das jetzt nicht. So, mal gucken, wonach jetzt meine Limo schmeckt. Ich glaube, die schmeckt einfach nur nach Zuckerwasser. Oh ja, da ist 9 Gramm Zucker drin. Oh, irgendwas erinnert mich das. An Zuckerwasser. Oh, jetzt sind wir schon beim letzten Produkt. Und da sind wir wieder bei meiner tollen Marke 7 Days angekommen. Und zwar eine Cake Bar. Na, wie hübsch siehst du in echt aus? Instagram versus Realität. Also wirklich. Positiv ist, dass der Kuchen sehr fluffig ist. Der Rest nicht so. Und jetzt wirklich als allerletztes Produkt, was ich euch einfach nur zeigen wollte, weil ich es witzig fand. Sie hatten Lipton-Eistee-Pulver zum selber anrühren. Gibt es keine Pointe dazu. Wollte einfach nur mitnehmen. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das unterstützt mich sehr. Und schreibt in die Kommentare, ob ich die Sachen aus Kreta nachmachen soll. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, eure Testwanne.